So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Jetzt fange ich endlich an mit der brandneuen und aktuellen Match Attack Bundesliga 2019-20 Starterpack oder Sammelmappe oder die neuen Bundesliga-Karten. Weil wenn ich das Starterpack habe, wisst ihr ja, dann will ich natürlich sie auch schnell vollkriegen. Also werdet ihr jetzt öfters mal wieder Bundesliga sehen. Es sei denn, es kommen ein paar andere Geschichten von Lego noch dazu, die ich vervollständigen möchte und eine neue Serie. Weil Bundesliga, naja, ist ein Muss für alle Fußballfans, für mich sowieso auch, aber die steht nicht als allererster Stelle bei mir. Und warum nicht? Es geht heutzutage alles übers Geld. Die Starter-Pack kostet 8,99 Euro, rund 9 Euro. Ist natürlich Standard. Was mir aber hier aufgefallen ist, 21 Karten nur noch. Hallo? Warum 21 Karten? Es werden jedes Jahr weniger, habe ich das Gefühl. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. So, und ihr habt bestimmt schon andere Unboxing-Videos gesehen von die brandneue Starter-Pack von Magitex. Deswegen, ich habe zum Glück von meinem Zeitschriftendealer dieses Paketgeschenke bekommen. Limitierte Marcus-Reus-Karte. Das ist wohl das Paket, was hier drin ist. Deswegen können wir auch gleichzeitig in diesem Video vergleichen, ob überall das gleiche 21er-Kartenpack drin ist. Oder ob es da immer andere drin sein. Deswegen ist mein Video ein bisschen anders wie andere. Also öffnen wir gleich beide gleichzeitig und ich lege sie so auf. Da können wir sehen, ob vielleicht doch die 21er-Packs immer anders sind. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt endgültig natürlich mal an. Die neue Starter-Mappe aufzumachen, aufzureißen. Aber wie gesagt, 21 Karten nur noch. Als ich das gelesen habe, ja, Preis geblieben, Inhalt aber kleiner geworden. So, seht ihr, es ist das gleiche Pack. Werde ich natürlich beide gleich. Oh, zwei verschiedene Endkarten schon. Es sind ja sowieso immer andere Karten drin. Aber jetzt erstmal, was haben wir hier alles? Ah, der Karten. Ah, der Bundesliga-Spielplan. Nicht schlecht. Dann natürlich Merchandising für die Seiten wieder zum Aufkleben. Front- und Rückseite. Spielfeld. Ihr hört es in Hartpappe. Auch nicht schlecht diesmal. Vorderseite. Jetzt natürlich wieder schauen. Karten kommen so rum rein. Das bedeutet Vorder- oder Frontseite hier rein, wenn sie drinnen bleiben will oder reingeht. Ja, müsst ihr aufpassen, ist ein bisschen schwierig, aber da sehe ich schon was. Achtet mal drauf, zeige ich euch gleich. Ich weiß nicht, ob das. Na, muss ich doch mal die Hand drunter mit reinpacken. So. Klopfen, klopfen. Die Pappe. Warum ist sie ein wenig größer, tiefer? Geht es wirklich nicht mehr? Wegen die Naht? Ich bin genau auf der Naht. Und trotzdem steht sie etwas drüber. Also, da ist ja wohl die Passgenauigkeit daneben gegangen. Dann natürlich bei uns in Dortmund am 16. November. Fußballmuseum. Top. Ist Topstar. Werde ich natürlich hingehen, ist ganz klar. Aber jetzt ist größer. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt zu den dabei gebliebenen 21 Karten nur noch. Wie gesagt, öffnen wir beide gleichzeitig, dass wir auch sehen können, dass es zwei verschiedene Packs sind, bis auf die limitierte Karte.
So, ist natürlich die Starter-Pack-Karte, wird nicht sehr hochwertig, zwischen 3 und 5 Euro wird die demnächst liegen, ist aber von coolen Vereinen, coolen Spieler, deswegen ist er gut. So, und ihr seht auch jetzt schon. So, ich zoome ein bisschen weiter weg, dass es immer andere sind. Ich lege sie einfach jetzt oben rüber. Ich hoffe, ihr seht es. Es sind ja nur jeweils 21 Karten, insgesamt 42, minus die eine doppelte 41 Karten, die ich hoffentlich gleich in meine Startermappe reinpacken kann. Und bis jetzt sind es wirklich immer verschiedene Spielerkarten. Und das ist cool. Dafür bedanke ich mich bei meinen Zeitschriftendealer. Weil die dürfen das ja nicht mehr zurückpacken und sowas alles. Da will er es einfach als Defekt wieder zurückschicken. Und weil ich so ein Stammkunde bin, hat er mir eben das Pack geschenkt. Danke dafür. Und ich kann, wie ihr seht, einige Karten in meine Sammelmappe gleich reinpacken. Und hiermit konnte man dann gleich auch ein Vergleichsvideo machen, dass es immer verschiedene Booster-Packs in der Starter-Pack sind. Also wenn euch einer sagt, es sind immer die gleichen, hier habt ihr den Beweis, sind es auf keinen Fall. Ja, sind wir jetzt gleich mal bei den etwas hochwertigen Karten gespannt. Sind, müssten ja auch zumindest zwei drin sein. Bei 21 Karten nur noch. Ihr schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, wie ihr das findet. Dass es wahrscheinlich jedes Jahr immer weniger Karten werden. Oder kommt es mir nur so vor? Oh, seht mal. Da fangen die hochwertigen Karten an. Richtig cool. Vereinslogo. Und was haben wir hier? Ah, auch sehr hochwertige. Und so, damit konnten wir jetzt zeigen, dass in jedem Starterpack immer ein anderes Booster-Tütchen mit 21 Karten drin steckt. Es ist niemals das gleiche drin. Es kann natürlich vorkommen. Das Einzige, was immer gleich ist, ist natürlich die limitierte Karte. Marco Reus gehört zu der Starter-Pack dazu. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Ob ihr dieses Jahr die Serie sammelt oder erst abwartet oder habt ihr es vielleicht schon? All das könnt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in Posten kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und wo ihr natürlich irgendwas von die brandneue und aktuelle Major Tech Bundesliga 2019-20 Serie bestellen könnt, verlinke ich natürlich immer unter ein Video. Sicher und bequem ist es immer, das wisst ihr. Sicher und bequem immer. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. So, und jetzt kann ich behaupten, ich bin an Start. Ich sortiere sie ein. Und dann gibt es natürlich noch weitere Booster-Unboxing demnächst und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.